Also gut, es geht los. Und... Buh! Hey, das hat geklappt. Ach, es hat doch nicht geklappt. Vielleicht war es nicht gruselig genug. Also das können wir ändern, nicht wahr, Rosie? Caillou bekam nicht den kleinsten Schrecken. Mami und Rosie waren viel zu lustig. Es funktioniert nicht. Wie gut, dass ich hier bin. Ich habe noch ein paar todsichere Mittel gegen Schluckauf auf Lager. Wirklich? Klar. Ich bin der weltbeste Meister aller Zeiten im Schluckauf kurieren. Komm mit, ich zeig's dir. Also, man kann einen Schluckauf kurieren, indem man ganz schnell Wasser trinkt, direkt vom Gartenschlauch. Aber es ist schwieriger, als man denkt. Und man kann sich nass spritzen. Das ist mir egal. Ich will's versuchen. Caillou stellte fest, dass man sich ziemlich nass spritzt, wenn man so trinken will. Und seinem Papi erging es genauso. Hey! Ups, entschuldige bitte. Das macht nichts, Caillou. An so einem heißen Tag wie heute tut mir ein bisschen kaltes Wasser gut. Und dem Rasen auch. Aber es hat nicht geklappt. Ich habe immer noch Schluck auf. Kein Problem, Caillou. Ich habe noch eine andere Heilmethode auf Lager. Die Kopf-nach-unten-Methode wirkt immer. Rosie auch! Rosie auch! Nur wenn du Schluck auf hast, Rosie. Jetzt geht mein Schluck auf ganz bestimmt weg. Kein Problem. Wir können noch eine andere Methode ausprobieren. Ja, alles einsteigen. Tut, tut. Den ganzen Tag ließ Caillou den leuchtenden Blitzexpress kreuz und quer durch das ganze Haus fahren. Oh, oh, das ist kein schöner Zug von dem Zug, mich zu stören. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut, tut. Möchte der Schaffner etwas essen? Tut, tut, tut. Verbrachte eine fantastische Zeit mit dieser tollen Eisenbahn. Alles einsteigen! Achtung, Achtung! Der Caillou-Express hat Einfahrt in den Carter-Gilbert-Bahnhof! Oh nein! Mrs. Howards Eisenbahn! Was soll ich ihr denn jetzt nur sagen? Caillou war starr vor Schreck. Er hatte die Eisenbahn von Mrs. Howard kaputt gemacht. Jetzt wusste er nicht, was er tun sollte. Caillou, ist alles in Ordnung? Es war so laut bei dir im Zimmer. Ja, alles klar. Ich hab nur, Lokomotivengeräusche gemacht. Krach, Bumm, Tut. Aha, okay. Hier, Leo. Du kannst die Aufkleber haben, wenn du willst. Danke, die kann ich gut für Omas Karte brauchen, wenn ich die mache. Schreibtisch aufräumen, nicht vergessen. Caillou musste eine Möglichkeit finden, an Leos Marker zu denken. Und als er sah, dass Miss Martin eine Gedächtnishilfe auf den Tisch geklebt hatte, kam ihm eine Idee. Leo, gibst du mir einen Aufkleber wieder? Warum? Ich habe eine Idee, wie ich deinen Marker nicht vergesse. Caillou, aufstehen! Miau!
Gilbert, hör auf! Stern! Nein, danke, Rosie. Ich will keinen Stern. Leos Marker! Leo, ich hab deinen Marker! Du hast dran gedacht. Jetzt kann ich die Karte für Oma malen. Wenn ich daran denke. Hier, jetzt vergisst du das nicht. Wow, das ist eine Menge. All das Wasser wäre in den Abfluss getropft und so verloren gegangen. Also, wenn wir diese kleine Reparatur machen, dann können wir sehr viel Wasser einsparen. Mit dem aufgefangenen Wasser kann man den Fußboden sauber machen oder die Fenster putzen. Oder Gilberts Wassernapf füllen. Vielleicht tropfen die anderen Hähne auch. Ich gehe und guck mal nach. Caillou, komm rein, jetzt fängt der Himmel an zu tropfen. Papi hatte recht. Aus den Wolken tropfte Wasser wie aus dem undichten Wasserhahn im Badezimmer. Und dann hatte Caillou eine super Idee. Was willst du denn da machen, mein Sohn? Ich will Wasser retten. Ganz viel Wasser. Der Regen hat aufgehört. So, hier, Gilbert. Oh, Caillou, das war eine sehr schlaue Idee. Toll. Guck mal, Rosie. Oh, ich habe ganz viel Wasser eingesammelt. Also, darf ich mit diesem Wasser meine Blumen gießen? Mhm. Und kann ich auch all meine Töpfe und Pfannen wieder haben? Ja. Weißt du was, Caillou? Anstatt Töpfe zu nehmen, könnten wir ein großes Fass aufstellen, um Regenwasser zu sammeln. Caillou war sehr stolz, als er sein Bild an der Wand sah. Er musste es sofort allen zeigen. Das da ist meins, das hier. Oh, toll. Sehr schön, Caillou. Das gefällt mir. Na, wie findest du das Bild von deinem Bruder, Rosie? Meine Güte. Das war lustig. Alle fanden Rosies Geräusch sehr lustig. Caillou allerdings fand es in diesem Augenblick überhaupt nicht komisch. Mein Hase, tut uns leid, dass wir gelacht haben. Aber wir haben weder über dich noch über dein Bild gelacht. Nein, wir haben über Rosies Geräusch gelacht. Dein Bild haben wir alle toll gefunden. Aber niemand hat sich mein Bild richtig angesehen. Alle haben nur unheimlich viel gelacht. Ihr habt recht. Manchmal sind solche Geräusche wirklich unangemessen. Ich muss mit Rosie sprechen. Rosie, du musst endlich mit dem Geräusch aufhören. Manchmal ist das unanständig. Du hast mich heute echt gekränkt. Ich bin dir nicht böse, aber du darfst nie mehr das Geräusch machen, okay? Nie mehr? Nie mehr lustige Geräusche? Nein, nie mehr. Naja, vielleicht manchmal, wenn wir beide ganz allein sind und herumalbern, okay? Und wo sind wir vor dem Essen gewesen? Draußen! Kommt mit! Sieh
Siehst du meine Schlüssel, Rosie? Nein. Sie sind nicht hier draußen. Wo müssen wir jetzt hingehen? Also davor waren wir in der Waschküche. Wir haben die Wäsche aus der Maschine geholt. Ja, das stimmt. Folgt mir. Keine Schlüssel. Nein, hier nicht. Und davor waren wir in der Küche und haben die Lebensmittel weggeräumt. Aber da haben wir doch schon gesucht. Und davor haben wir die Einkäufe ins Haus getragen. Hier liegen keine Schlüssel. Ich weiß, ich hatte sie noch, als wir reinkamen, denn ich musste ja die Tür aufschließen. Ich glaube immer noch, dass Gilbert sie stibitzt hat. Oh, Gilbert! Oh, Gilbert! Nein, du hast sie nicht weggenommen. Caillou beschloss, weiter rückwärts zu gehen und danach zu schauen, wo Mami zuletzt ihre Schlüssel hatte. Mami, Mami, ich hab sie gefunden, ich hab sie gefunden. Oh nein, wie dumm von mir. Ich hab sie im Schloss stecken lassen. Oh, Gilbert, du hast mir meine Schlüssel gar nicht stibitzt. Entschuldige bitte. Mami, können wir Gilbert meine alte Socke geben? Dann kann er sie völlig kaputt kratzen. Das macht er doch so gern. Das kann man wohl sagen. Ich schenk sie dir. Okay, ich glaube, fürs Erste reicht das. Noch mehr und du schwimmst bald in Milch. Was machst du da, Caillou? Ich mache Gymnastik. Wenn ich meine Arme und Beine strecke, dann werde ich größer. Also, was hältst du davon, wenn du unten in der Garderobe weiter Gymnastik machst und dir die Schuhe anziehst? Wir wollen einkaufen gehen. Achtung, bitte im Gang 2 aufräumen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe sie lange nicht gesehen. Rosie gewachsen. Ja, und wie? Bald bist du ein großes Mädchen. Caillou wartete darauf, dass Ted auch zu ihm sagte, dass er größer geworden war. Hi, Caillou. Schön, dich wiederzusehen. Gefällt es dir im Kindergarten? Aha. Caillou war enttäuscht. Ted sagte ihm nicht, dass er ein großer Junge ist. Na dann, viel Spaß beim Einkaufen. Hinein mit dir. Och, du meine Güte. Du bist tatsächlich ein großes Mädchen. Darf ich den Wagen schieben, Mami? Ach, ich weiß nicht. Ich fürchte, er ist noch ein bisschen zu groß für dich, Caillou. Bitte. Na schön. Sei vorsichtig. Caillou war entschlossen, allen zu zeigen, dass er ein großer Junge ist. Orangen. Oh nein. Tut mir leid, Ted. Das macht nichts, Caillou. War nicht deine Schuld. Solche hübschen Fruchtpyramiden sind nichts für kleine Kinder. Nein, Rosie, ich stell die Tüte weg. Rosie, au! Nein! Ich glaube, du bist ein müdes Mädchen. Zeit für dein Schläfchen. Ich glaube, ich habe noch einen Rahmen dafür. Dann kannst du es in dein Zimmer hängen. Fliegenuntertasse! Fliegenuntertasse! Caillou war enttäuscht. Es war also doch keine fliegende Untertasse. Es war bloß ein Kuchenteller aus Plastik, den der Wind aus dem Recyclingmülleimer geweht hatte. Fliegenuntertasse! Das ist keine fliegende Untertasse. Das ist bloß Müll, den der Wind hierher geweht hat. Danke, Rosie. Der Wind hat in den letzten Tagen ganz schön geweht. Wieso lässt du den Kopf so hängen? Ich habe einem Kindergarten erzählt, dass ich die fliegende Untertasse fange. Und jetzt muss ich sagen, es war bloß ein Kuchenteller. Verstehe. Weißt du, Caillou, anstatt enttäuscht zu sein, weil du etwas nicht getan hast, solltest du stolz darauf sein, was du getan hast. Ich meine, du hast zwar nicht bewiesen, dass es eine fliegende Untertasse gibt, aber du hast das Rätsel gelöst und herausgefunden, was es wirklich war. Ein Kuchenteller. Ja,
stimmt, hab ich. Darf ich den Kuchenteller mit in den Kindergarten nehmen? Flieg unter Tasse. Wahnsinn. Oh. Der sieht echt aus wie eine fliegende Untertasse. Ja, aber es ist bloß ein Kuchenteller. Ich habe das Rätsel gelöst. Gute Arbeit, Caillou. Weißt du, ich glaube, du hast mich auf eine gute Idee für den Kunstunterricht gebracht. Hey, guck mal. Leo ist ein Alien. Ein Roboter-Alien. Ich bin durstig. Ich brauche Raketentreibstoff. Arr, jetzt bist du ein Pirat, wie ich. Arr, Captain. Ja, so ist es recht. Also, Leinen los für unsere Schatzsuche. Hi ho! Machen wir uns auf die Suche nach dem verschwundenen Puzzleteil. Anker werfen, Matrose! Arr! Ein verlassenes Eiland. Und sieh mal, Matrose, dort ist eine Schatztruhe. Arr, das sind nur meine Spielsachen, Captain. Was ist hier denn los? Arr, was für ein Segelschiff erblickt mein Auge. Das ist eine Yogamatte. Eine Yogamatte, sagt ihr? Aber ihr würdet unter dieser Matte doch wohl keinen Schatz verbergen, oder doch? Ihr könnt gern mal nachsehen. Arr, kein Schatz im Frachtraum, Matrose. Dann segeln wir mal weiter. Na, du Landratte, wo mag der Schatz wohl zu finden sein? Verrat uns das, Gilbert, oder wir müssen dich über die Planke schicken. Arr. Caillou und Papi hatten schon eine geraume Zeit Piraten gespielt. Arr, schmeckt dir dein Piratenfest mal, Matrose? Ja, eine Schatzsuche hat Piraten schon immer hungrig gemacht. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe das fehlende Puzzleteil, den Schatz gefunden. Das Puzzleteil, das hatte ich schon ganz vergessen. Ich auch. Ich glaube, weil uns das Piratenspielen so viel Spaß gemacht hat, haben wir ganz vergessen, wonach wir wirklich suchen. Guck mal, wir haben was gefunden. Wow, tatsächlich, das hast du gut gemacht. Ach, das ist ja nur ein winziges, zerbrochenes Stückchen. Aber es sieht aus, als ob es zu etwas Größerem gehört, vielleicht einem Topf. Wirklich? Und wenn ich weitergrabe, dann finde ich vielleicht genügend Teile, um den Topf wieder zusammensetzen zu können. Wow! Das ist zum Beispiel ein alter Tontopf und es ist mir gelungen, ihn wieder zusammenzusetzen. Er besteht aus vielen kleinen Stückchen. Ja, du hast recht. Viele, viele Teile sind wieder zusammengefügt worden. Wie ein Puzzle. Oder wie dein Modellauto, das du gerade baust. Ein Modellauto? Aha. Ein Kipplaster. Aber ich habe aufgehört, daran zu arbeiten, weil es mir viel zu lang gedauert hat. Manchmal erfordern Dinge sehr viel schwierige Arbeit und Geduld. Aber am Ende ist es die Sache wirklich wert. Ja! Ich würde deinen Kipper gern sehen, wenn er fertig ist. Ich auch! Als Caillou wieder zu Hause war, begann er sofort an seinem Modellauto zu bauen. Es war wirklich ein Haufen Arbeit. Aber diesmal gab er nicht auf. Jetzt Caillou fertig. Ja! Oh. Du, ich hab eine Frage. Caillou, wie lange hat's gedauert, bis du fertig warst? Das hat echt ganz schön lange gedauert, aber die Sache war's wert. Wow! Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich bin ein Löwe. Ein Löwe, hm?
Aber was um alles in der Welt hat ein Löwe in meiner Küche zu suchen? Wow, ich bin auf der Jagd nach Essen. Ach ja, natürlich. Also zufällig habe ich ein ganz besonders leckeres Löwenfutter hier im Kühlschrank drin. Wenn du hungrig bist, darfst du das haben. Mhm. Caillou fand, dass es tausendmal besser war, ein Löwe zu sein, als ein Junge. Deshalb beschloss er jetzt, durch das Haus zu pirschen, um Gazellen zu suchen. Wow. Aber er fand nur einen sehr irritierten Gilbert. Wow. Wow. Und sein kleines Schwesterchen, die mit ihm Teeparty spielen wollte. Ich hab sie doch gesagt, Rosie. Löwen mögen keinen Tee. Und sie gehen auch nicht auf Partys. Wow! Wow! Caillou fand auch eine sehr überraschte Nachbarin, aber nicht eine einzige Gazelle. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Mrs. Howard. Komm schon, Caillou. Rosenkohl schmeckt sehr, sehr gut. Löwen essen keinen Rosenkohl. Aber ich möchte bitte noch mehr Gazelle haben. Ich bin nicht müde, Mami. Ich will noch nicht schlafen. Caillou konnte seine Mami überzeugen, dass sie ihn nicht baden muss, denn Löwen machen sich selbst sauber. Aber die Schlafenszeit, das war leider etwas vollkommen anderes. Tut mir leid, mein Hase, aber jetzt wird geschlafen. Entschuldigung, versuchen Sie, das Musikschränkchen zu öffnen? Ja, aber die Tür klemmt. Gestern hatte ich dasselbe Problem und deshalb musste ich leider die Musikstunde ausfallen lassen. Ich weiß, wie es aufgeht. Das ist ein Trick. Miss Martin drückt immer ordentlich, wenn sie den Griff dreht. Oh, ist ja nicht zu fassen. Danke, Caillou. Ach, es gibt immer so viel Neues zu lernen, wenn man sich an einem fremden Ort befindet. Darf ich helfen? Ich weiß wirklich alles über unseren Kindergarten. Wirklich alles? Tja, das sind super Neuigkeiten. Also, kannst du mir zeigen, wo ihr während der Musikstunde immer sitzt? Klar, gleich da hinten. Miss Shelley, ich habe gestern etwas für die Musikstunde mitgebracht, aber bis jetzt noch nicht benutzt. Miss Martin sagte, das wäre okay. Ist das für Sie auch okay? Mhm. Die Räder vom Bus, die rollen dahin durch die ganze Stadt. Die Hupe vom Bus, die macht. Die Hupe vom Bus macht. Tut, tut, tut. Durch die ganze Stadt. Super. Wow, sie kann aber toll singen. Na ja, das kann aber jeder, wenn ihn eine so tolle Band begleitet. So, jetzt versprecht mir, dass ihr morgen das Lied für Miss Martin spielt. Was, morgen? Sie gehen wieder? Oh! Ich weiß, ich werde euch auch vermissen. Kommen Sie vielleicht irgendwann mal wieder? Aber ganz bestimmt. Kyle. Ich bin nicht.